Grüß Gott, mein Name ist Dr. Gertrud Pflügel, das ist der Kanal Pro Sancta Ecclesia und heute freue ich mich besonders, zu Ihnen sprechen zu dürfen, denn mit diesem Video beginne ich endlich diese angekündigte Reihe über das Buch des Himmels, über die Schriften von Luisa Picaretta. Ich möchte mit Ihnen den Weg beginnen in das Reich des göttlichen Willens. Luisa Picaretta ist ziemlich unbekannt noch, aber doch verbreitet sich immer mehr ihr Name und ihre Schriften. Sie lebte in Süditalien, geboren im 19. Jahrhundert, am 23. April 1865. Das war damals der Weiße Sonntag. An diesem Tag ist genau der Weiße Sonntag gewesen. Heute feiern wir das Fest der göttlichen Barmherzigkeit an diesem Tag. Das ist der erste Sonntag nach Ostern. Und Luisa Picaretta war eine von fünf Töchtern, das vierte Mädchen, das ein armes Ehepaar bekommen hat. Ich nehme die ganz kurze Biografie aus den Büchern, die ich verfasst habe. Ich möchte Sie auch kurz darauf hinweisen, und zwar das erste Buch, mein erstes Buch, die Einführung, trägt den Titel Kommt und nehmt mein Reich in Besitz. Ich halte es nur kurz hin. Kommt und nehmt mein Reich in Besitz. Und hier finden Sie eine ausführlichere Lebensbeschreibung, die ungefähr von 50 Seiten ist. Und dann einen Versuch der Einführung. Daraus möchte ich heute ein bisschen schöpfen. Und auch aus dem zweiten Buch, ich will euch zur Quelle führen. Das ist der Versuch einer systematischen Einführung in diese 36 Bände, die Luisa verfasst hat, über das Leben im göttlichen Willen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass ich diese Reihe endlich beginnen kann, denn das Leben im göttlichen Willen ist der Gipfel der Gnade, der Gipfel der Großzügigkeit Gottes mit uns Geschöpfen. Denn mit dieser Gabe möchte Gott uns den ursprünglichen Zustand zurückschenken, den Adam und Eva hatten. Gott hat den Menschen erschaffen, nicht um ferne von ihm zu sein, sondern ganz nah, ganz vertraut, ganz eng in Verbindung, Kommunikation, im Austausch, in der engsten Freundschaft, die man sich überhaupt nur denken kann. Es war alles Harmonie in der Schöpfung unter den Geschöpfen untereinander, unter den Menschen untereinander. Und vor allem der Mensch sollte Gott lieben mit der reinsten, der selbstlosesten Liebe, die man sich nur denken kann. Der heilige Ludwig hat das ja auch so gesagt. Adam war ganz göttlich. Das bedeutet, er hat immer an Gott gedacht, er hat Gott geliebt, er hat alles für Gott getan. Er hatte seine ganze Freude nur in Gott. Für uns ist das jetzt nach dem Sündenfall, den Adam leider begangen hat, eine schwierige Sache, Gott zu lieben. Viele Menschen kennen Gott nicht, lieben ihn nicht und denken nicht an ihn. Und wenn wir uns auf den Weg machen, wirklich wieder Gott zu gehören zu wollen, dann haben wir unzählige Schwierigkeiten zu überwinden aufgrund unseres menschlichen Willens, der durch den Sündenfall geschwächt worden ist. Aber ursprünglich war es der Plan Gottes, die Absicht Gottes, dass der Mensch sein Abbild ist, ihm ähnlich, in allem ähnlich. Das heißt, er sollte auf ganz göttliche Weise wirken und leben und alles gemeinsam mit Gott tun, gemeinsam mit Gott leben. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Adam hat nach dem Sündenfall bitterlich geweint. Er konnte nicht mehr darüber sprechen, wie es war. Er wollte seinen Nachkommen immer wieder etwas davon erzählen. Er konnte es nicht mehr, weil eben der Verstand verdunkelt war, der Wille geschwächt, das Gedächtnis getrübt. Also alle Erinnerungen wie überschattet, ganz stark überschattet. Es waren kaum mehr Bruchstücke, die er darüber sagen konnte. Und der ursprüngliche Zustand war aber so schön und so beglückend, dass man es kaum fassen kann. In den Schriften von Luisa Picaretta in diesem Tagebuch, das 36 Bände umfasst, wird uns dieses Leben, das Adam und Eva verloren haben,
wieder neu vorgestellt. Und daraus entnehmen wir auch, können wir erkennen, dass die Zeit gekommen ist. Gott möchte dem Menschen diesen ursprünglichen Zustand wieder zurückschenken. Deshalb sagt er auch, es ist das Höchste, was es überhaupt geben kann, auf göttliche Art und Weise zu wirken, mit Gott auf gleicher Ebene zu leben sozusagen. Er spricht auch davon, im Schoß der Gottheit zu leben. Ich habe das in diesem Buch, ich will euch zur Quelle führen, ausgeführt, auf den Seiten 22 zum Beispiel. Da sagt Jesus zu Luisa, die Sendung, eine Seele zu rufen, um in meinem Wollen zu leben, ist die größte, die höchste und erhabenste. Es gibt nichts, das dem gleich kann. Das hat er gesagt am 23. August 1922. Was für wuchtige Worte. Und am 1. Mai 1925 sagte er, die Sendung meines Willens ist die größte, die es geben kann. Das bedeutet, alle Heiligen, die bis hin zu Luisa gelebt haben, so groß sie auch waren, so groß ihre persönliche Heiligkeit auch war, kommt nicht heran an das, was Luisa Picaretta offenbart worden ist. Diese Art und Weise des Wirkens, des Lebens, diese Verbundenheit mit Gott, diese innige Einheit mit Gott, das haben die früheren Heiligen nicht gekannt. Ich weise nur jetzt so darauf hin, es kommt dann in den späteren Videos eine nähere Erklärung, was das wirklich bedeutet. Aber es ist auch auf jeden Fall so, dass dieses Wirken nach der Art Gottes, nämlich ein ewiges und universelles Wirken, nicht möglich gewesen ist. Dieses ewige und universelle Wirken beginnt für die Heiligen erst im Himmel. Auf Erden hat es das nicht gegeben, diese Art und Weise. Nur die Heiligen im Himmel können mit Gott gemeinsam auf diese Art wirken. Das kommt auch später. Ich reiße diese Punkte nur an, dass man ein wenig sieht, wie hoch und erhaben diese Art des Lebens ist. Und darum sagt Jesus ja auch bei Luisa Picaretta, nicht den göttlichen Willen tun, was die Heiligen früher schon getan haben, sondern in ihm leben, in ihm wirken und ihn besitzen. Das ist ein ganz großer, fundamentaler Unterschied. Und in ihm leben und in ihm wirken, im göttlichen Willen, das bedeutet ein höherer Grad der Hingabe. So kann man das einmal aus menschlicher Sicht verstehen. Also die Seele wird erhoben in einen Grad der Hingabe, der bisher nicht möglich gewesen ist, in einen Grad der Heiligkeit. Das ist eben eine Wirkung dieses Geschenkes, dieser Gnadengabe, dass die Seele sich derart und bis ins Letzte Gott hingeben kann, wie es ihr vorher gar nicht möglich gewesen ist. Das ist möglich nur aufgrund dieser Gabe. Das ist verbunden einfach mit einem größeren Ausgießen von mehr Gnade. Gott schenkt einfach mehr Gnade als früher. Er kann das tun. Er ist der Herr, er ist der König, er ist der Schöpfer. Er kann darüber verfügen, über das Maß der Gnade, das er gibt. Und das Leben im göttlichen Willen bedeutet eben ein weitaus größeres Maß der Gnade als früher. Es ist dieses Maß, das Adam und Eva hatten, bevor die Sünde geschehen war. Also sie waren voll der Gnade, mit einem Wort. Adam und Eva waren voll der Gnade. Man sagt ja auch von der Mutter Gottes, die Kirche lehrt, sie ist voll der Gnade. So steht es ja auch in der Heiligen Schrift. Und das ist eben ein Hinweis auf dieses Gnadengeschenk des Lebens im göttlichen Willen. Und Jesus sagt auch in den Schriften von Luisa Picaretta ein paar Mal über dieses Geschenk. Es ist ein reines Geschenk, also unverdient, völlig unverdient. Und es ist das größte Geschenk, das es geben kann. Eben wie ich vorhin gesagt habe, die größte Sendung, die erhabenste Sendung, die es geben kann, die größte, die höchste und erhabenste. Denn es ist dieses Geschenk von seiner Natur her, das größte, was es überhaupt geben kann. Das Leben Gottes, das Wirken Gottes, die Art und Weise, wie Gott zu wirken, mehr kann es für ein Geschöpf nicht geben. Am 30. April 1932 sagt Jesus eben auch dieses Wort,
Es ist ein Geschenk des Himmels von unserer großen Freigebigkeit und von unserer unauslöschlichen Liebe. Das Leben in meinem Willen, sagt er auch bei diesem Eintrag am 30. April 1932, ist nicht Eigentum des Geschöpfs, denn es gehört Gott. Das ist ganz allein Gott, Gottes Eigentum, das gehört zu seiner Natur. Für uns ist es Gnade und Gabe. Also es ist nicht Eigentum des Geschöpfs und es ist auch nicht in seiner Macht, sondern es ist eine Gabe, es ist ein Geschenk, also ganz und gar gratis. Und ich handle, wann ich will, an wem ich will und in der Zeit, wann ich will. Dann sagt er auch am 18. September 1924, dieses Leben in meinem Wollen ist die größte Gabe, die ich den Geschöpfen geben will. Also etwas Größeres gibt es nicht, kann es nicht geben als diese Gabe. Außerdem, dies ist eine Gabe, die ich in diesen so traurigen Zeiten machen will, dass sie nicht nur, also die Seelen, dass sie ihn nicht nur tun, meinen Willen, sondern dass sie ihn auch besitzen. Und das ist dieser fundamentale Unterschied. Ich deute diesen Unterschied hier nur an. Er wird dann näher erklärt in den vielen Videos, die hoffentlich noch folgen werden. Und ich kann nur anreißen, mehr geht nicht. Es ist der Versuch, den Vorhang oder den Schleier zu lüften über ein unfassbar, unendlich großes Geheimnis, das man nie und nimmer wird ausschöpfen können und die ganze Ewigkeit werden wir brauchen, um den göttlichen Willen aufzunehmen, zu verstehen und in Besitz, immer mehr in Besitz zu nehmen. Jesus sagt das an verschiedenen Stellen zu Luisa. Sie wird die ganze Ewigkeit nicht fertig werden, damit von ihm praktisch zu lernen. Er wird die ganze Ewigkeit uns davon erzählen, uns zu uns davon sprechen. Und wir werden die ganze Ewigkeit nicht fertig werden, in ihm immer neue Dinge und Überraschungen und Neuheiten zu entdecken und zu erwerben. Das ist eben etwas, das hat Unfassbares an sich. Der göttliche Wille ist daher auch irgendwie nicht so einfach zu beschreiben oder zu vermitteln. Obwohl auf der anderen Seite es ist das Einfachste und das Leichteste, was es überhaupt gibt. Jesus sagt auch in den Schriften von Luisa, er macht diese Gabe, gerade diese größte Gabe, macht er leicht und für alle zugänglich. Da braucht es keine großen umständlichen Bedingungen. Es braucht einfach nur den guten Willen. Man braucht ein wenig Kenntnis, um damit beginnen zu können, auch wenn man viel noch nicht versteht, aber etwas davon weiß, einen winzigen Ausschnitt, wenn man um ihn weiß, dass es diese Gabe gibt und ungefähr, worin diese Gabe besteht. Man kann sofort beginnen, in diesen göttlichen Willen einzutreten und Gott teilt sich mit. Das geht gleich von Anfang an. Es braucht nur ein paar Bedingungen und es kann beginnen. Also es ist wirklich im Grunde genommen leicht und wirklich für alle zugänglich. Das ist sehr ermutigend. Und zur Ermutigung möchte ich Ihnen auch das sagen, es wird immer leichter verständlich. Ich habe ungefähr im Jahr 2000 zum ersten Mal davon gehört. Das war genau im Jahr 2000, im Herbst. Da bin ich zum ersten Mal auf diese Schriften gestoßen worden, hingewiesen worden. Und seitdem beschäftige ich mich damit. Und ich kann Ihnen sagen, es wird immer einfacher. Es wird wirklich immer einfacher. Es heißt nicht, dass es leicht ist für den Menschen, der in der Sünde geboren wurde und mit seinen Leidenschaften zu kämpfen hat. Aber die Gabe an sich, es ist wirklich so, es ist das Einfachste und das Leichteste, was es gibt und was es nur geben kann. Und je mehr wir darin eintauchen und uns damit beschäftigen und damit vertraut werden, bekannt werden, umso einfacher wird es für die Seele. Es ist so. Denn Gott, er ist ein einfacher, ewiger Akt. Er ist so einfach, dass wir sind kompliziert, wir tun uns schwer mit unserem verdunkelten Verstand, dass wir uns schwer tun. Aber von Gott her ist das das Einfachste, das Leichteste, was es überhaupt nur gibt.
Also ich möchte Sie wirklich einladen, diesen Weg zu beginnen und diese größte Gabe nicht auszuschlagen. Manche haben vielleicht den Eindruck, sie sind unwürdig, sie sind unfähig, sie sind dafür nicht geeignet oder nicht dafür geschaffen. Das ist falsch. Mit einem Wort falsch. Wir sind alle geschaffen für das Leben im göttlichen Willen. Und jeder wird es leben können. Es werden auch Kinder in ihm leben oder es wird auch schon Kinder geben, die im göttlichen Willen leben, weil es so etwas Einfaches und in Kinderleichtes ist im Grunde genommen. Machen wir es also nicht kompliziert. Ich hoffe auch, dass ich es nicht kompliziert mache, denn es ist das Einfachste, was es gibt und genau deshalb auch das Erhabenste und das Größte, weil Gott so einfach ist. Ich möchte noch ein paar Dinge sagen über die Person von Luisa Picaretta. Sie hat ja als erster Mensch davon Kenntnis erhalten. Nach dem Sündenfall Adams und Evas ist diese Gabe ja verdunkelt gewesen. Kein Mensch hat gesprochen vom Leben im göttlichen Willen oder den göttlichen Willen in Besitz zu nehmen. Man hat nur davon gewusst, dass man den göttlichen Willen tun soll. Das war uns bekannt. Aber eben jetzt geht es wieder zurück in dieses Reich, das Adam und Eva verloren hatten. Und Luisa Picaretta war die Erste, die davon Kenntnis erhalten hat. Und Jesus hat sie zu seiner Sekretärin gemacht, die seine Geheimnisse aufschreiben sollte und uns übermitteln sollte. Und daran erkennen wir auch schon, dass die Zeit reif ist. Die Zeit ist reif, dass wir zurückkehren in das Reich Gottes, dass wir, dass das Reich Gottes auf die Erde kommen will. Und damit verbunden füge ich hinzu, jetzt persönlich, daran erkennen wir auch ganz deutlich, dass die Zeit reif ist für die Wiederkunft Jesu, dass er den Himmel mit der Erde verbinden wird und dass das Paradies auf die Erde kommen wird. Über Luisa Picaretta möchte ich Ihnen nur ein paar Dinge sagen. Man kann das ja in den Büchern nachlesen, zum Beispiel in diesem Buch Kommt und nehmt mein Reich in Besitz. Da ist das ausführlich, ihr ganzes Leben von Kindheit an mit mystischen Phänomenen bereichert und ganz außergewöhnlich, von Anfang an wirklich. Eben weil es eine Erwählung ist, die einzigartig ist. Man sieht auch in ihrem Leben, dass die Hölle getobt hat auf eine Weise, dass einem der Schreck in die Glieder fahren muss, wenn man das liest. Ich werde es Ihnen ersparen, wenn ich Videos mache über die dämonischen Angriffe, dann kann es wirklich sein, dass man ein paar schlechte Nächte bekommt, weil es so schlimm war, was Luisa da durchmachen musste. Aber jetzt wirklich zu ihrem Leben ganz in Kürze. Sie wurde geboren am 23. April 1865 in Corato in Süditalien. Das ist nicht weit von Pater Pio. Er lebte 90 Autominuten von Luisa entfernt in dem Kloster San Giovanni Rotondo. Also diese beiden großen Seelen waren nicht weit voneinander. Sie wurde am Weißen Sonntag geboren und auch schon getauft, noch am selben Tag. Luisa war eine von 5 Töchtern, und zwar das 4. Mädchen. Und ihre jüngste Schwester Angela hat sie dann später betreut. Luisa hatte mystische Leiden, sie war ans Bett gefesselt und trug die Wundmale. Sie brauchte Versorgung. Und das übernahm ihre Schwester Angela, die jüngste, solange sie lebte. Bereits die Geburt war von außergewöhnlichen Umständen begleitet, denn es wird berichtet, dass ihre Mutter sie ohne Wehen zur Welt gebracht hat. Die Familie war ziemlich arm, sie hatten nicht viel. Also im Sommer arbeiteten sie auf der Landwirtschaft einer anderen Familie und im Winter, da waren sie zu Hause in Corato, in dem Haus, das ihnen gehörte. Und dort machten die Mädchen Handarbeiten, sie stickten, sie klöppelten. Das war es, was Luisa Picaretta gelernt hat und dann auch, wovon sie lebte, Klöppelstickerei. Sie stellte Kirchenwäsche her und kirchliche Gewänder für die Heilige Messe, also Priestergewänder. Luisa hat schon als Kind Außergewöhnliches erfahren, Verfolgungen durch die Dämonen.
Und da nahm sie ihre Zuflucht zum Gebet, vor allem zum Rosenkranz, zum Ave Maria. Sie versteckte sich schon als kleines Kind, um zu beten, vor den Blicken der anderen. Keiner wusste, wo sie war. Sie hat stundenlang versteckt gebetet im Baumstumpf eines hohlen Maulbeerbaumes auf dieser Landwirtschaft, wo sie im Sommer waren. Und so wird berichtet, oder wenn Besucher gekommen sind, dann ist sie geflüchtet. Sie hat sich unter ihrem Bett versteckt. Sie war schüchtern, auch wegen dieser dämonischen Angriffe, die sie schon als Kind zu erleiden hatte. Mit 9 Jahren empfing sie wieder am Weißen Sonntag die erste heilige Kommunion und auch am selben Tag die Firmung. Und von da an hat sie sich zur Angewohnheit gemacht, stundenlang im Gebet vor dem Allerheiligsten in der Pfarrkirche zu verweilen von Corato. Das war natürlich nur möglich, wenn sie nicht auf dieser Landwirtschaft waren, die über 20 Kilometer außerhalb von Corato gelegen hatte. Mit 12 Jahren hat sie begonnen, die Stimme Jesu zu hören. Er hat innerlich zu ihr gesprochen, also eine Art von Lokutionen. Und er hat begonnen, sie zu lehren, sie zu trösten und sie zu formen. Er hat sie die Tugenden gelehrt und die innere Losschälung. Sein Hauptmotto war, nur wir beide, ich und du und ich, wir zwei allein. Also sie sollte sich von den Geschöpfen innerlich lösen und nur alles für ihn tun, alles aus seiner Hand nehmen, nur für ihn leben. Und das war die Vorbereitung dann für seine höheren Pläne. Also die Tugenden, das war nicht der Selbstzweck, sondern das machte sie tauglich. Tugend heißt ja Tauglichkeit. Das machte sie dann tauglich für den höheren Weg, den sie dann schon mit 13 Jahren beginnen sollte. Da hatte sie ein einschneidendes Erlebnis. Und zwar, sie beschäftigte sich durch die Leitung und innere Führung Jesu immer mehr mit seinen Leiden. Und als sie einmal so ergriffen war, dass sie Luft schöpfen wollte oder musste, ging sie hinaus auf den Balkon. Sie war da allein im ersten Stock mit Handarbeiten beschäftigt. Und dann hatte sie das Gefühl, sie muss rausgehen auf den Balkon, Atem schöpfen. Und dann hat sie eine Szene gesehen, die ganz einschneidend für sie war. Unten auf der Straße hat sie Jesus gesehen, mit dem Kreuz beladen, umgeben von einer Menge, die ihn beschimpfte, verhöhnte und misshandelte. Und er hat zu ihr hinaufgeblickt und hat sie gebeten, flehentlich, Seele, hilf mir. Das hat sie so tief berührt, dass sie von da an für Jesus leiden wollte. Sie wollte ihn trösten, sie wollte ihn in seinen Leiden erleichtern. Da war sie 1878, da war sie erst 13 Jahre alt. Und von da an hatte sie eine große Sehnsucht nach Leiden. Und dann ging sie durch die Schule der Gottverlassenheit bis über etliche Jahre, über schwere Leiden, tiefe innere Leiden. Dann haben ihre mystischen Leidenszustände begonnen, bis sie dann mit 23 die Vermählung, diesen Stand der Vollkommenheit empfangen hat, den Stand der Vereinigung. Das ist die mystische Vermählung, wie wir sie von den Heiligen auch kennen. Das war bei ihr schon mit 23 Jahren. Und damals war sie schon ans Bett gefesselt. Sie hatte schon ihren Zustand des Leidens als Opferseele, als Sühneseele, die Jesus ganz allein gehörte. Und ein Jahr später, also die mystische Vermählung geschah am 16. Oktober 1888. Und ein Jahr später empfing sie dann eine neue Art der Vermählung. Das ist die Vermählung mit dem göttlichen Fiat, mit dem göttlichen Willen. Dies geschah am 7. September 1889. Und da begann etwas Neues. Das ist etwas ganz Neues. Das göttliche Fiat, den göttlichen Willen in Besitz zu nehmen. Das war bei ihr im Alter von 24 Jahren. Und sie sollte dann, Jesus hat sie da hineingeführt, ganz behutsam über lange Jahre, bis sie dann endlich aufzuschreiben begann. Jesus hat das so gefügt, durch ihre außerordentlichen Zustände und Ereignisse und einfach Phänomene, die um sie herum aufgetreten sind, ist das auch bis zum Erzbischof von Trani gedrungen. Und er hat dann gesorgt dafür, dass Priester sich sie betreut und begleitet haben. Und einer von ihnen,
Don Gennaro, die Gennaro. Also am 28. Februar 1899 hat sie begonnen im Gehorsam gegenüber ihrem Beichtvater. Ich glaube, das war Don Gennaro di Gennaro. Sie hat, ja, es war dieser Priester. Von 1884 an wurde sie von Priestern begleitet. Der Erzbischof hat sich da genau gekümmert um sie, weil er zur Überzeugung gelangt war, dass es sich um eine echte mystische Begnadung handelt. So war sie von 1884 an begleitet von Priestern und unter der Aufsicht des Erzbischofs. Das möchte ich auch hier erwähnen, weil Luisa Picaretta nicht einmal selig gesprochen ist. Es ist ihr Seligsprechungsprozess noch immer im Gange, schon seit langer Zeit. Von den 90er Jahren an bis 2004 war der Seligsprechungsprozess auf Diözesanebene, und seit 2004 liegt alles in Rom. Und ich weiß nicht, ob sich da überhaupt etwas bewegt. Auf jeden Fall zieht sich das hin. Man kann Luisa Picaretta als Dienerin Gottes verehren, aber sie ist nicht selig und noch nicht heilig gesprochen. Aber wir sehen, es ist eine ganz fundierte und eine ganz gewissenhafte Führung und Begleitung seitens der Kirche bei ihr vorhanden. Und zwar eben von 1884 an. Don Gennaro di Gennaro gab ihr den Auftrag zu schreiben im Gehorsam. Und das tat sie dann vom 28. Februar 1899 an bis zum Ende des Jahres 1938. Es sind 36 Bände ihres geistlichen Tagebuches entstanden. Jesus gab ihm den Namen Buch des Himmels. Und das wird dann auch unsere Hauptquelle sein für unsere Betrachtungen. Einer ihrer Beichtväter war auch Don Annibale di Francia. Er ist heilig gesprochen worden von der Kirche, vom Papst. Also er hat mehrere Gemeinschaften gegründet, Ordensgemeinschaften, Priestergemeinschaften. Er stand schon zu Lebzeiten im Ruf der Heiligkeit. Das muss ich Ihnen auch sagen, damit man sieht, dass Luisa Picaretta keine Unbedeutende ist. Er hat dafür gesorgt, dass ihre Tagebücher veröffentlicht werden. Bis zu seinem Tod, so wurden die ersten 19 Bände mit seinem Nihil Obstat versehen und haben das Imprimatur vom Erzbischof erhalten. Und die zweiten 19 Bände, also die zweite Hälfte von den 36, wurde dann nicht mehr veröffentlicht. Nach Don Annibale di Francia hat sich niemand gefunden und niemand die Mühe gemacht, dieses Werk fortzusetzen. Don Benedetto Calvi war dann sehr lange Zeit ihr Beichtvater, und zwar über 20 Jahre, von 1926 bis 1947. Und unter ihm sind auch mehrere Schriften veröffentlicht worden von Luisa. Zum Beispiel das Büchlein über die Mutter Gottes, die 31 Tage Betrachtungen im Monat Mai. Und Luisa Picaretta hatte sogar auch einen sehr renommierten, berühmten oder be bekannten Kardinal unter ihren Beichtvätern. Fernando Cento war damals noch ein einfacher Priester, und später wurde er Kardinal, ein Mitglied der römischen Kurie, Fernando Cento. Und bei ihr wurde täglich das heilige Messopfer gefeiert im Auftrag des Erzbischofs. Und darunter war auch ein Jesuit, der in Levitation gesehen wurde, auch von Luisa selber, also von Luisa selber natürlich, weil er bei ihr die Messe gefeiert hat, und auch von Don Annibale di Francia. Er wurde während des heiligen Opfers in Levitation gesehen. Don Gennaro Bracali, ein Jesuit. Die Schriften von Luisa sind von größter Bedeutung. Jesus sagt oft etwas darüber, und sie hat es aufgeschrieben als treue Sekretärin. Zum Beispiel sagte er am 17. September 1924: Ich segne diese Schriften mit meinem Herzen. Ich segne jedes Wort. Ich segne die Wirkungen und den Wert, den sie enthalten. Diese Schriften sind ein Teil von mir. Und am 10. Februar 1924 sagte er: Ich sehe, dass diese Schriften für meine Kirche wie eine neue Sonne sein werden, die in ihrer Mitte aufsteigen wird. Und ihre Glieder, angezogen von ihrem blendenden Licht, werden danach streben,
also die Glieder der Kirche, in dieses Licht umgewandelt zu werden, um vergeistigt und vergöttlicht zu werden. In der Folge werden sie dadurch, dass sie die Kirche erneuert haben werden, das Angesicht der Erde verwandeln. Also eine solche Bedeutung werden diese Schriften haben. Sie werden zuerst die Kirche erneuern und dann werden sie das Angesicht der Erde verwandeln. In den folgenden Videos werden wir sehen, wie das geschehen soll. Gelobt sei Jesus Christus.